Liebe Brüder und Schwestern, weh euch, wenn euch alle Menschen loben, wenn euch alle bewundern, ja weh euch, die ihr jetzt schon satt seid. Was meint Jesus mit diesen Worten? Weh euch, wenn ihr jetzt fröhlich seid, wenn ihr lacht. Ja, ist es für einen Christen, für einen, der wirklich an Jesus glaubt, verboten, fröhlich zu sein, zu lachen, gerade jetzt, wenn so in der Faschingszeit manches zum Lachen ist? Ja, ich denke, Jesus meint diese Angepasstheit an den Geist der Welt, ja, an diese irdischen, zeitlichen Dinge. Ich denke, gerade davor möchte Jesus uns warnen. Er möchte uns nicht die Freude nehmen, die Lebensfreude, nein, er möchte sie uns schenken. Diese wahre Freude, die nur er allein uns geben kann, weil er uns befreit aus der Last der Sünde, aus der Schuld. Die Sünde, die Schuld nimmt uns die Freude, die innere Freiheit, den Frieden. Die Schuld drückt uns zu Boden und Jesus möchte uns diese Schuld abnehmen durch sein Opfer am Kreuz, durch seinen Tod und seine glorreiche Auferstehung. Ja, die Auferstehung des Herrn ist zentrales Geheimnis unseres Glaubens. Ohne Auferstehung ist unser Glaube, wie der Apostel Paulus sagt, sinnlos. Wenn es keine Auferstehung gibt für uns, warum bemühen wir uns dann um das Gute? Warum mühen wir uns ab um Wahrhaftigkeit, um Gewissenhaftigkeit, wenn es am Ende sowieso allen gleich geht? Aber Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist nicht nur am Kreuz für unsere Sünden gestorben, aus Liebe zu uns, weil der Vater es so wollte, weil der Vater uns seine Liebe und Barmherzigkeit offenbaren wollte, sondern er ist auch auferstanden von den Toten. Er hat dieses Grab aufgesprengt. Er ist der König der Herrlichkeit. Ja, Christus, er ist der Sieger über Sünde und Tod. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Jesus hat für uns Hölle und Tod besiegt, Lüge, alle Bosheit. Er hat für uns den Sieg errungen. Zu ihm dürfen wir kommen, voll Vertrauen, voll Hoffnung. Ihm dürfen wir unsere Sünden bringen, immer wieder neu, im Bußsakrament. Er wäscht uns rein. Er allein schenkt Vergebung und Heil, wahre innere Heilung, dort, wo die Sünde verwundet hat. Ja, er ist wirklich diese Quelle des Lebens. Er ist diese Quelle lebendigen Wassers, das wir so notwendig brauchen, wonach unsere Seele dürstet, wonach unser Herz hungert, nur er kann diesen Hunger stillen. Er ist diese Quelle, die niemals versiegt, diese Quelle, die alles belebt, alles erneuert, alles reinigt und neu schafft. Er ist unser Heiland und Erlöser, er befreit uns von allen Verstrickungen in die Sünde, in den Irrtum, in die Gottlosigkeit, in das Böse. Jesus, er offenbart das Erbarmen des Vaters, weil der Vater uns unermesslich liebt, weil er Mitleid hat mit unseren Sünden, mit unserem Elend, mit unserer Gefangenschaft, mit unserer Gottferne, mit unseren Irrtümern, Verstrickungen. Deswegen schenkt er uns einen Sohn. Und Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist in unserer Mitte, weil wir in seinem Namen versammelt sind. Er schenkt sich uns im Brot des Lebens, im Geheimnis der Eucharistie, um uns zu stärken auf unserem Lebensweg, um unseren Glauben zu erneuern, weil wir oft so kleingläubig sind und nicht glauben können, dass der Herr immer bei uns ist, nicht nur wenn wir zum Gottesdienst versammelt sind, sondern in allen Augenblicken unseres Lebens, auch im Alltag, in der Arbeit, überall zu Hause, möchte der Herr uns nahe sein.
Heil und Heilung schenken. Ich denke ja bei diesem Sonntagsevangelium auch an das Zeugnis einer Frau, von der ich jetzt wieder neu gelesen habe. Es hat mich sehr berührt, sehr betroffen gemacht. Vielleicht haben Sie schon von ihr gehört, sie heißt Margarete Armsdorfer. Es ist eine Salzburgerin, die 1952 geboren wurde. Sie ist auf einem Bergbauernhof aufgewachsen, im katholischen Milieu sozusagen. Sie sind immer in die Kirche gegangen. Ja, sie waren religiös, waren gläubig. Und diese Frau Margarete Armsdorfer, sie hat dann schon sehr jung geheiratet, auch einen Bauernsohn, hat 3 Kinder bekommen. Und als die Kinder dann erwachsen waren, ist der Mann sehr, sehr schwer erkrankt und sie haben Hilfe bei Ärzten gesucht, aber keine gefunden. Und sie hat nachgedacht, ja, was soll ich jetzt machen, wo kann ich jetzt Hilfe finden? Aber der Glaube in ihr hat allmählich immer mehr nachgelassen. Sie kam eigentlich immer weiter weg von diesem Glauben an Jesus, von dieser Quelle unseres Heils. Und sie haben dann, als sie bei Ärzten keine Hilfe mehr gefunden haben, in der Esoterik die Hilfe gesucht, im New Age. Sie interessierte sich für Reiki und sie hat dann auch Zeugnis gegeben von ihrem Lebensweg. Sie kam immer weiter hinein in diese esoterische Praxis des Reiki. Sie wurde Reiki-Meisterin, sie war so begeistert davon, weil das alles so toll ist. Sie konnte als Reiki-Meisterin den Menschen die Hände auflegen und sie wurde eingeweiht in diese ganze Praxis, hat sozusagen diese geistige Kraft, an die dieses Reiki auch glaubt, diese kosmische Kraft, die aber nicht die Kraft Gottes ist, vermitteln können, diese Energie in den, weiß nicht, wenn sich da jemand schon dafür interessiert hat, in diesen Energiezentren des Körpers, in diesen Chakren, konnte sie die Hände auflegen, Energie vermitteln und sie dachte, ja, das ist etwas Gutes, diese Energie kommt von Gott. Und erst später kam sie dann drauf, ja, das ist alles okkulte Praxis. Diese Energie kommt letztlich von der Hölle, vom Teufel, vom Bösen, weil den Menschen nicht wirklich Heilung und Befreiung zuteil geworden ist. Viele Jahre hat sie das praktiziert und dann Anfang des Jahres 2000, im Jahr 2003, konnte sie dann wirklich umkehren davon, sich abwenden. Ihre Umgebung, viele ihrer Bekannten konnten das nicht verstehen, warum sie das tut, warum sie auf einmal sich abwendet, weil sie doch so viel Erfolg hatte mit ihrem Reiki, mit ihren esoterischen Praktiken. Sie hat auch andere Dinge dann praktiziert, alles aus, was nicht von Christus gekommen ist. Und sie legt Zeugnis ab. Sie hat ein kleines Büchlein geschrieben von der Reiki-Meisterin zu Christus. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, wenn Sie da vielleicht Bekannte haben, Menschen, die auch in der Esoterik sind, die das nicht durchschauen, dass das nicht von Gott ist, dass das wegführt von der Kirche, vom Glauben, von dieser Quelle des wahren Lebens, des Heils, dass sie dieses Buch lesen oder im Internet nachschauen und dieses Zeugnis lesen von dieser Margarete Armsdorfer. Sie hat erkannt, wo wirklich Heil zu finden ist, nur bei Christus, nur in der katholischen Kirche, bei den Sakramenten, da öffnen sich die Quellen des Lebens, des Heils für uns, da empfangen wir wirklich Fülle des Heils für Leib und Seele. Ja, der Herr, er möchte uns wirklich mit seinem göttlichen Leben erfüllen, uns die Augen öffnen für alle Irrwege, für alles, was uns in die Irre führt, was uns nicht Glück, Segen und Frieden, sondern nur Unglück und Unfrieden bringt. Ja, dass wir auch diese vielen verschiedenen Praktiken, die aus dem New Age kommen, aus der Esoterik durchschauen und allein bei Christus wirklich Heil finden, Ruhe,
und Kraft und Freude für unser Leben. Ja, bei Jesus ist die Quelle des Lebens. In seinem Licht schauen wir das wahre Licht Gottes, erkennen wir die Liebe des Vaters zu uns. Und Jesus erpreist selig, die auf den Herrn vertrauen, die sich nicht Götzen suchen, nicht auf menschliche Lehren vertrauen, sondern sich wirklich arm und bedürftig wissen vor Gott, die hungern nach dem wahren Leben, nach der Gemeinschaft mit dem Vater und nur bei ihm wirklich Glück und Heil suchen. Ja, selig sind jene, die bei Gott Erfüllung ihres Lebens suchen, die sich bemühen, seine Gebote zu halten und Jesus nachzufolgen. Dann werden sie bei Jesus neues Leben finden für sich und dieses Leben auch vermitteln können in ihre Umgebung hinein. Möge der Geist Gottes uns alle erleuchten und stärken und führen, damit wir in uns dieses Licht Gottes aufnehmen und durch dieses Licht des Heiligen Geistes Licht und Segen sein können für die Welt. Amen.